So, herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Ich erkläre euch, wie ihr GTA SA, also San Andreas Multiplayer, wie ihr das runterladen tut, installieren, so erkläre ich euch alles. Also ich habe euch erstmal die Grunddatei, also das ganze Spiel, habe ich euch hier hochgeladen. Das nennt sich SA GTA genannt. Könnt ihr hier bei Mega Upload, hier ist der Link, das steht auch wieder in der Videobeschreibung, steht drin, könnt ihr dann nachlesen. Was ihr da runterladet, ist in RAR gepackt, also da jetzt ZIP, und das sind nochmal RAR-Archive, könnt ihr dann gerade entpacken. Wenn ihr das gemacht habt, kommt hier so CD raus und das müsst ihr öffnen mit Virtual Clone Drive, oder wenn ihr was anderes habt, dann könnt ihr das auch verwenden, um die Datei halt, also die ISO-Datei auf dem Computer lokal zu öffnen. Also ich würde euch Virtual Clone Drive empfehlen. Dann machen wir das mal. So, und jetzt hat er das eingebunden. Es kommt jetzt keine Meldung. Können da auf Computer gehen. Ah doch, da kommt eine Meldung. So. Machen wir das mal groß. Das dauert jetzt kurz. Da haben wir es. Das hier. Dann macht er Doppelklick drauf. So, jetzt habt ihr hier die Ding. Das könnt ihr mit Setup installieren. Das habe ich alles schon gemacht. Wenn ihr das installiert habt, zieht ihr diese Files hier einfach in euren Ordner, wo ihr das installiert habt. Jetzt bei mir, man braucht es dazu zeigen. Und dann habt ihr das installiert. So, dann zeige ich euch noch, wie ihr das SAMP, nennt sich das, San Andreas Multiplayer, installieren könnt. Damit ihr das auch spielen könnt, da geht ihr hier bei sa-mp.com. Dann geht ihr auf Downloads. Dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr jetzt, ja, wenn ihr haben wollt, ist relativ egal. Und das da unten braucht euch nicht zu interessieren, das dann für den Server, wenn ihr ein bisschen mehr Kenntnisse habt, könnt ihr auch sowas machen. Ich nehme jetzt den hier, der ist schon öfters downloaded worden, das ist eigentlich egal, was ihr runterladet. So, und dann natürlich installieren. Mache ich mal, also downloaden erstmal. So, und wenn ihr es downloadet habt, macht der Doppelklick drauf. Agree. Und dann wählt ihr hier das Verzeichnis aus, wie ihr GTA installiert habt, und drückt dann Install. Ich habe das jetzt schon gemacht, ich brauche das also nicht zu machen. So, jetzt habe ich einmal in das Verzeichnis gewechselt, wo ich jetzt alles schon installiert habe. Ihr seht auch, ich habe hier ein paar Screens, das sollte nicht, ich brauche den nicht halt zu haben. Hier seht ihr jetzt SAMP, und das könnt ihr euch per Rechtsklick. Muss ich jetzt nach unten gehen, Rechtsklick, rüberziehen und hier Verknüpfung erstellen. Das habe ich schon gemacht, habe hier die Verknüpfung. Ich kann das, bei mir läuft schon, ja, startet es. Also ich kann eine Empfehlung abgeben, hier World of Real Life, das ist ein ganz guter Server. Ihr habt hier die IP, die könnt ihr eingeben, also hier oben auf Servers, Add Server, und dann könnt ihr hier den Host und den Port eingeben. So, seht ihr ja, könnt ihr abschreiben. Naja, vorerst war es mal von mir. Falls ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Und ja.